Mit diesem Update-Call 31 wollen wir auch verkünden, dass der Start von der Promotion Phase 3 am 4. September ist und das Ende von der Promotion Phase 3 am 15. Dezember ist. Wichtig ist, wir hatten schon eine Promotion 1, 2 und diese Promotions sind nur aus folgendem Grund super relevant und in diesem Fall die dritte Promotion. Ich bin sehr optimistisch, weil wir eben diesen Deal mit der Affiliate Code abgeschlossen haben. Ja. Weitere Updates dazu, zu diesem Deal von Affiliate Code, Backoffice, Preise und so weiter zu Promotion 3 folgen. Kann aber Folgendes jetzt schon sagen: Ein Videodreh ist für Freitag geplant, eigentlich im Grunde genommen der letzte Videodreh, der eben dann für den Affiliate Code, für das Backoffice von dementsprechend von Marek, ja, für THC, dann ja von unserer Seite eben geplant ist und die letzten Erklärvideos für SSD auch ja abgedreht werden. Ich persönlich finde, es ist perfekt, ja, gerade dass jetzt zum Beispiel nächste Woche das schon in das Backoffice von der Affiliate kommt, Code kommt, circa 10 Tage vor dem Launch der Promotion Phase 3. Das ist schon ziemlich optimal. Auch denn ist nochmal für uns ganz interessant, einer Community von 700 Leuten SSD von Null auf zu erklären in dieser Marktlage. Kleine Herausforderung, aber nichts, was wir nicht schaffen könnten, würde ich sagen, oder? Ja, Was aber das ist ja grundsätzlich ein, wenn du mich fragst, auch einer der besten Wege, jetzt Bewegung grundsätzlich in Krypto reinzubringen, neue Leute reinzuholen. Das ist ja auch der Grund, warum hier einfach nichts passiert in Krypto. Es kommt kein frisches Geld in den Markt. Die Leute sind vorsichtig, die Institutionen warten noch ab. Der normale, sag mal, Retail-Investor, der, ja, kommt auch jetzt gerade nicht in den Markt rein. Die Leute kaufen immer, wenn ein Narrativ da ist und die Preise steigen. Im Moment tut sich nichts, keine neue Kohle in den Markt. Ja, bedeutet auch keine höheren Preise. Es ist im Endeffekt linke Tasche, rechte Tasche, was hier gerade in Krypto passiert, von einem Projekt in andere Projekte. Aber neues Geld ist im Moment Fehlanzeige. Aber genau das ist ja auch das Ziel. Wie soll uns das auch gelingen mit Promotion Nummer 3 bzw. der TAC, der Affiliate Code mit der Promotion? Ganz einfach, erstens mal ein Bonus in SSD für alle Member. Das kann ich euch hier kurz erklären, wie das in etwa abläuft, wenn man eben ja ein THC-Member ist, in die Telegram-Gruppe kommt, was in die Telegram-Gruppe schreibt, den Newsletter joint, sich als Promoter registriert und was war das fünfte? Fällt mir gerade auf die Schnelle nicht ein. Ja, gibt es einen kleinen Bonus in SSD für alle Member. Dann aber gibt es einen 30-Tage gültigen Bonus für einen Eigeninvestor. Also wer ein Locked Pool Staking dann dementsprechend macht aus dieser aktuell knapp 800 Mann starken Community, bekommt dann dementsprechend auch einen Bonus. Eigeninvest zählt in dem Fall dann eben auch zur Promotion Nummer 3. Oder wer eben dann in der Promotion Nummer 3 einfach ganz normal Locked Pool Stakings verkauft. Ihr kennt das, ab 10 Wochen zählt das, ab 52 Wochen zählt es zu 100%, ab 100 Wochen zu 150%. Ziemlich genial. Wir haben letzte Woche eben gesagt, dass circa 100.000 Dollar fehlen auf einen halben Cent, circa 300.000 Dollar fehlen auf einen ganzen Cent pro SSD. Das wären 3x von jetzt. Wie gesagt, das ist natürlich ein Nettozuwachs, ja, also im Zuge dessen, wenn wir zum Beispiel auf einen Cent gehen würden, würden vermutlich auch ein paar Leute wieder abverkaufen, aber nichtsdestotrotz, die Zahlen sind nicht schockierend, die Zahlen sind jetzt nicht gewaltig groß, das ist die Chance am Bärenmarkt, da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, also das ist sehr, sehr interessant, ich freue mich, wenn da eben dieser Content online kommt und ich freue mich, wenn die Promotion-Phase Nummer 3 auch startet.